Fucking no. That. Hold on, let me do it again. Leute, heute endlich meine Chance, euch über die Thompson Machine Gun zu erzählen. Let's go. Hey friends. I made a video in English. Check it out. Wie immer, die Waffen sind entladen und sicher. Und damit es schöner aussieht, stecke ich lieber mal dieses Magazin hier rein. Und dann reden wir mal ein bisschen über die Tommy Gun. Ja, die Tommy Gun ist eine Legende aus den ganzen alten 20er Jahre Geschichten und Filmen. Die Gangsterpistole schlechthin. Und später dann im Zweiten Weltkrieg haben sie die mit einem kürzeren Lauf für die Armee rausgegeben. Ich glaube zu wissen, dass diese Version auch tatsächlich in England eingesetzt wurde, genauso wie in den USA. Ich meine, wer Peaky Blinders kennt, da wurden diese Waffen auch überall herumgetragen. Ganz original, wie sie gehört, gibt es die hier in Kaliber 45 ACP. Und dieses coole Drum Mag. Es gibt natürlich auch Stangenmagazine dazu. Hier in Virginia gilt diese hier als Rifle. Warum? Weil man, um es zu einer Pistole zu machen, hier hinten diese Schulterstütze abnehmen müsste. Und das würde natürlich die Historie dieser Waffe einfach zerstören. Deswegen gilt das als Rifle und ist deswegen auch viel schwerer hier anzumelden. Und apropos schwer, das Ding ist sauschwer. Nicht nur das Holz, sondern auch der ganze Stahlklotz hier. Es ist ein unglaubliches Gewicht, das Ding sieht so klein und leicht aus in den Filmen und kein Wunder schießen die so aus der Hüfte und es überhaupt keinen Spaß macht, das so lange hier oben zu halten. Ein paar interessantere Features auf jeden Fall, so über Kimme und Korn da hinten, Kimme und Korn, hinten ist die Kimme in diesem Charging Handle, und die geht auch ganz schön schwer, also wenn man sie lädt, dann mit viel Wucht. Ja, und dann hat man hier an der Seite den Sicherungshebel, der auch total witzig ist. Moment, den muss ich mal zeigen. Sicherungshebel ist tatsächlich einfach nur so ein kleines Ding hier. Ja, und dann hat man die Möglichkeit hier zu feuern. Oh, der schwingt richtig schön nach vorne. Wir haben an der Seite den Mag Release. Hier, den müssen wir nach unten drücken. Nein, nach oben. Nach oben. Genau, umgekehrt. Also ich weiß nicht, wie wir den dann rausnehmen sollen. Dann muss man in die andere Richtung das Magazin rausschlagen. Wir lassen das jetzt, weil das ganz schön aufwendig ist. Und wir wollen euch ein bisschen noch von der Waffe was zeigen. Gehen wir mal ein bisschen über die Daten drüber. Shoutout an Vienna Arsenal und an BravoZeroSix und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und ihn. So, die Tommy Gun, das hier ist eine 1927er gebaute Waffe. Das ist aber das 1921er Modell. In 45 ACP ist 830 mm lang insgesamt und wiegt 4,69 Kilogramm. Fühlt sich um einige schwerer an, definitiv. Wir haben das Trommelmagazin hier drin und der Lauf ist hier 267 mm lang. Das Ganze ist ein Rückstoßlader mit einem Masseverschluss und die hier ist tatsächlich nur halbautomatisch. Warum? Virginia hat halt eben nicht die Möglichkeit, Vollautomaten anzumelden, sondern man darf hier nur halbautomatische Waffen besitzen. Aber es gibt die halbautomatische Version und es gibt auch die vollautomatische Version. Bei Thompson, oder sie wurden hergestellt. Auf jeden Fall findet man noch ganz, ganz wenige vollautomatische. Wie dieses Ding auf der Shooting Range tut, das seht ihr im Anschluss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich fasse noch ein bisschen an dir rum. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao. Yes. All right, there's one in. Let's see if it works. Drum out of our Thompson here. A little awkward. How fucking cool is that? Oh, let me do it again. He spent so much money. Ready? I don't know where he gets it from. Cool. Nice. Let me do it.